Wir beginnen heute mit Kommentaren aus dem Internet. Also, und dann kommen die Tagesthemen. Und unser Tagesbild mal zurechtrücken. Ich glaube, so ist besser, oder? Ja. Und ja, das Dilemma ist ja, im Moment ist es so, dass quasi die Hauptaktivität hier geschieht. Also, wir gehen auf News und Talks für Gebildete. Corona-Ausschuss 12. Ab eine Stunde hier, also Übersicht reicht völlig aus. In jeder Playlist ist es drin. Also immer die Playlist schauen. Das ist hier die Playlist 1. Dann hier, da geht es darum, Link in neuem Tab öffnen. Sozusagen hier 55.000 823 Aufrufe, 4.426 Likes, ganz viele positive Kommentare. Allerdings zieht so etwas Erfolgreiches, der Corona-Ausschuss, natürlich auch Linksextremisten und Rechtsextremisten an. Und da wird man über uns jetzt mal den Kommentaren von denen, da hat uns der Sender sozusagen, ja, wie viele Kommentare sind hier? Wo sind die Kommentare? 593 Kommentare, ja. Also, drängen sich jetzt natürlich, wie bei jeder Demo, man kennt das ja, bei jeder Demo kommt es dazu, dass also sozusagen die Linksextremisten, die Antifa, drängt sich ran und will ihren Senf loswerden, ihren verfassungsfeindlichen, extremistischen Senf loswerden. Und die Rechtsradikalen schleichen sich ein. Im Moment drängt ja die AfD auch auf die Demo am 29.08. und so weiter. Und da ist es dann also nicht verwunderlich, dass wir selbstverständlich auch sozusagen hier dann genau mit solchen Extremisten zu tun haben, die natürlich dann munter drauf losbeleidigen, weil für die darf es ja kein sozusagen, dürfen ja die Stimmen der Vernunft niemals Gehör bekommen. Wo ist es? Ja, bitteschön, da sind wir doch richtig. Hier. Also, und jetzt, wenn Sie das auch mitlesen wollen und nachher noch studieren wollen, das ist eine von sechs Homepages, ist das Forum, und bei Google muss man, um wirklich sicher anzukommen, doch eintippen. Sie müssen doch vier Worte tippen: Weltrat der Weisen Forum. Ja, vier Worte, und dann kommen Sie direkt hier auf Weltrat der Weisen Xobor Forum. Und wenn man da dann draufklickt, kommt man direkt, das ist ein Sender, da werde ich nachher auch nochmal was drüber sagen, auch ein Sender, der unsere Sachen veröffentlicht. Und dann kommt man also, wenn man also über Google Weltrat der Weisen Forum getippt hat, kommt man auf das Forum. Und dann hier gleich der erste Bereich, Kommentare aus Internetdiskussionen. Da gehen wir heute drauf ein. Und na, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ist egal. Ich muss es ja so in die Mitte rücken. Ja, ich glaube, so sehen Sie es ganz gut. Dann nachher komme ich auch noch mal zu den positiven Lobkommentaren. Aber natürlich haben wir eben die Extremisten beleidigen natürlich jeden vernünftigen Ansatz und damit beleidigen natürlich sogar die Gemeinwohlökonomie und die Next Scientists for Future Reformen natürlich gleichermaßen. Ja, dann gucke ich jetzt mal, ob ich für Sie das jetzt finde. Wo ist es? Hier haben wir das. Da oben sind quasi die positiven Kommentare, da komme ich nachher zu, und hier jetzt erst einmal hier.
Also, wie gesagt, der Sender hat mir das geschickt, weil sie sich überfordert gefühlt haben, solche wirren Gedanken kompetent komplett zu beantworten. Neuere Texte aus Internetdiskussionen, also in dem Falle gerade aus dem Video mit den bald 60.000 Klicks, ne, dass sie ja unbedingt schauen sollten, ab 1 Stunde 47, 22 Sekunden. Ne? So. Verfassungsfeind von der Antifa drängt sich wie bei Demos heran. Reichsbürger schleicht sich ein. Rechts- und linksradikal belästigen wieder mal. Ja? Und auch die einzigen diskreditierenden Kommentare oder beleidigenden Kommentare kamen auch wieder, das haben wir nachgeprüft, wieder von Linksradikalen oder Rechtsradikalen. Also Extremismus ist wirklich schrecklich. Ne? So, da beginnt das Ganze erstmal mit einer beleidigenden Ironie. Ja? So sucht der Antifa-Typ Streit sozusagen. Suchst auch du die Wahrheit, du findest sie hier, und dann so ein ironisches Gezwinker, so nach dem Motto beleidigende Ironie. Ja, dann und dann bestätigt, dass ein anderer Antifa-Kollege nochmal schnell sozusagen ein anderer Marxist, wobei man dazu sagen muss, das werde ich gleich erläutern, aber der Marx-Bücher sind eigentlich alles nur viele Worte, nur um zu hetzen, nämlich zu hetzen. Unternehmer sind böse und leisten gar nichts, schaffen auch keine Arbeitsplätze, sondern sie sind einfach nur Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer, also der letzte Dreck. Und genau das macht Marx. Er hetzt, so dass also quasi die inkompetenten Leute, die nicht in der Lage wären, Arbeitsplätze zu schaffen und Unternehmen aufzubauen, sozusagen möglichst einen Hass entwickeln, die bösen Reichen umbringen und dann im Rahmen der Revolution den Hetzer Marx und seine Schüler als neue Diktatoren einsetzen. Ne? Und das dann haben ja die gewonnen, sozusagen. Und die Opfer sind die Bürger, denn die müssen dann in Armut leben als Folge davon. Schluckwasser. Während die Diktatoren es sich gut gehen lassen auf Kosten ihrer revolutionären Garden. Ja? Schluckwasser. Übrigens, nachher kommen selbstverständlich auch die Kurznachrichten und hier unten rechts, wie immer, beim Zahnrädchen schneller drehen, weil ich ja so langsam reden will. Ja, da antwortet also der andere Antifa unter sich: Ja, genau so hört sich das an. Die einzige Wahrheit, die diese schlauen Menschen hier kundtun. Haha. Ja, damit wird also der ganze Untersuchungsausschuss als unwahr bezeichnet und natürlich auch die Next Scientists for Future und so weiter. Also all das, ja, und all die sogenannten Corona-Nachdenklichen werden hier schon mal als unwahr bezeichnet. Ja, und dann haben leider der Sender News & Talks hat sich leider auf die Diskussion mit denen eingelassen. Naja, gut, aber das ist interessant und deswegen stelle ich es vor, weil es auch inhaltlich interessant ist und nicht nur von der Beleidigung und von der Aggressivität dieser schrecklichen Extremisten sozusagen, so verfassungsfeindlichen Extremisten, ja. Ja, tatsächlich liegt die Wahrheit nur zwischen Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future.de-Konzept. Genau, das soll ja auch zeigen, dass natürlich wir Next Scientists for Future immer offen sind für die Diskussion und da die Gemeinwohlökonomie noch am wenigsten weit von Wahrheiten entfernt ist, bieten wir natürlich an, dass so etwas Bekannteres wie die Gemeinwohlökonomie und die Next Scientists for Future sozusagen das miteinander ausfechten sollen und dann mit Fridays for Future an die Weltöffentlichkeit bringen sollten, diese Diskussion dann sozusagen, sodass wir dann ausgehend von einer Diskussion zwischen Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future mit Fridays for Future könnten wir die Weltrettung einleiten
und damit auch verhindern, dass es so nach dem Motto darauf hinwirken, dass es nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona, ja, und so weiter, dass wir das endlich erreichen. Das geht aber nur durch eine Totalreform eines völlig kranken Systems. Ja, und dann wird geantwortet an den Sender. Überall liegt ein wenig Wahrheit. Fest steht für mich, dass das Privateigentum weniger an Produktionsmitteln sowie die primär durch Profit durch Profitinteressen gesteuerte Ressourcennutzung, das spielt zum Beispiel jetzt eben Öl und Gas und andere Ressourcen an, schrittweise aber schnell abgeschafft werden muss. Also, hier wird ganz klar gesagt, enteignen, das Privateigentum an Produktionsmitteln soll abgeschafft werden. Ne? Und damit ist ja eigentlich alles gesagt. Ne? Denn das bedeutet jetzt Folgendes. Also, wo sind die Fehler? Ich antworte jetzt mal direkt. Ich übergehe einfach mal die Antworten, die die News, der Sender News und Talks geschrieben hat, und antworte mal lieber selber, weil die mich ja darauf gebeten haben, noch mal etwas genauer zu antworten und besser zu antworten. Ne? Also, der Zentralirrtum dieser Extremisten ist also total antiwissenschaftlich, nämlich alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind Genies, jeder kann ein Unternehmen aufbauen, jeder hätte Apple machen können, jeder hätte das Smartphone erfinden können, alle sind sie Genies, die bräuchten alle nur ein bisschen gleichmäßige Bildung für alle, so als Dünger drauf, und dann sind alle leistungsfähig, und dann können wir ja auch die Unternehmer enteignen und können die Entscheidungen von den Mitarbeitern demokratisch fällen lassen, weil sozusagen die ja auch alle Genies sind, und die können ja in Wirklichkeit auch nicht nur Unternehmen aufbauen, nicht nur die tollsten Erfindungen machen, sondern auch natürlich die Unternehmen so weiterleiten, dass sie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Aber die Evolutionsbiologie, die Naturwissenschaft hat bewiesen, dass es genau umgedreht ist. Die Evolution ist ein Ungleichheitsgenerator, und genauso wie das genetische Lotteriespiel sozusagen für Erwachsene sorgt, die 1,40 Meter groß sind, und für andere, die 2,25 Meter groß sind. Genauso sorgt sie für kleine Gehirne und große Gehirne, und das korreliert mit der Klugheit und den Intelligenzquotienten und den Schulnoten und so weiter. Das heißt also, wir haben Leute mit sehr kleinen Gehirnen, 900 Milliliter als Erwachsene und 2 Liter als Erwachsene. Und da korreliert sehr hoch die Intelligenz damit, sodass wir also sagen müssen, nein, wir haben nur sehr wenige intelligente Erfinder und Unternehmer, die überhaupt den ganzen Reichtum Deutschlands und Europas überhaupt erwirtschaften im Wesentlichen. Ja? Natürlich braucht es dann noch die weniger intelligenten Arbeitstiere sozusagen, die in der Produktion arbeiten, aber die wären auch nie in der Lage, weder ein Smartphone, ein iPhone zu erfinden, noch das geniale Erfinderteams so zu koordinieren, dass sie effizient sind und dann auf dem Weltmarkt einen Riesenerfolg erreichen und dadurch riesige Mengen an Arbeitsplätzen erzeugt werden und geschaffen werden, sozusagen. Schluckwasser. Das heißt also, wenn ich enteigne, dann bedeutet das, dass das gesamte Vermögen, das ganze Geld, also damit auch alle Investitionsgelder für die nächsten Schritte aus der Hand der Unternehmer und Großaktionäre, die mit ihrer Klugheit bewiesen haben, dass sie erkennen können, welche Projekte sich lohnen und welche Projekte die Welt haben will und welche sie nicht haben will, ja? Dann in dem Sinne ist es dann also so, dass diese Gelder
von den klugen Investoren zu dummen Instanzen gegeben werden. Und dann kommt es zu dummen Entscheidungen, das Geld, die Milliarden werden fehlinvestiert und vergeudet und das Land geht pleite und es kommt zu einer Massenarbeitslosigkeit, ja? Und genau das dafür plädiert der Antifa, ja, der genau für solchen Selbstmord, ja. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Unternehmer uns nicht mehr vergiften, dass sie uns nicht mit Zwangsimpfungen überhäufen. Natürlich müssen wir das ändern, aber dafür haben doch die Next Scientists for Future das richtige Reformkonzept und ansatzweise hat immerhin auch die Gemeinwohlökonomie in solche Richtungen gehende Überlegungen, ja, und Modelle wobei, so, wie gesagt, darüber müsste man dann diskutieren, ja. Und natürlich müssen wir gucken, was wir in Zukunft, wie teuer wir mit einem weltweiten Emissionshandel wirklich sozusagen alle Emissionen außer dem Ausatmen von Menschen müssen wir alles extrem hoch bepreisen, damit unsere ganze Luft wieder natürlich wird. Falls es wirklich eben so ist, dass wir entscheiden, dass es wirklich für die ganze Erde ein Riesenschaden ist, wenn immer weiter CO2 und andere Gase ausgestoßen werden, und zwar unbezahlt, ja, ohne dass man dafür teuer bezahlen muss, ne? Ja, und solch einen weltweiten Emissionshandel kriegt niemand auf der Welt hin. Ja, ein Professor Nordhaus, ein Nobelpreisträger, soll das vorgeschlagen haben. Professor Hans-Werner Sinngreif hat es aufgegriffen. Aber können tun so etwas nur die Next Scientists for Future richtig. Und die können es nicht alleine. Die brauchen solche medienwirksamen Partner wie Fridays for Future oder die Gemeinwohlökonomie. Ja, also deswegen sollte man so mindestens ein Dreierbündnis schaffen. Gemeinwohlökonomie, Next Scientists for Future, Fridays for Future, Extinction Rebellion und vielleicht noch die Schenker-Bewegung, weil Jürgen Wagner öff, der bei Maischberger war, ist ein sehr nachdenklicher, behutsamer Kopf. Da kann man gut mitreden. Sieht man ja auch in den Talkshows, wo er immer teilgenommen hat und so weiter, ne? Also solch eine Mannschaft, das kann die Welt retten, sozusagen. So, und jetzt sagt natürlich der Antifa Friede, Freude, Eierkuchen, Konzepte. Also er tut quasi Gemeinwohlökonomie und sozusagen beleidigt auch die Next Scientists for Future als Friede, Freude, Eierkuchen, Konzepte. Das heißt, sie sind ihm viel zu friedlich, viel zu wenig gewalttätig und er plädiert sozusagen hier eigentlich schon indirekt, ist das schon ein Aufruf für verfassungsfeindliche, gewalttätige Angriffe gegen die Eigentümer von Produktionsmitteln, ne? Und dann sagt er auch noch, dass diese Friede, Freude, Eierkuchen-Konzepte, von denen er ja überhaupt nichts versteht, als ob die in einen Faschismus führen, weil für einen Antifanten ist natürlich alles, was er nicht versteht und nicht kennt, ist immer der direkte Weg in den Faschismus. Diese grundsätzliche Beleidigung gehört ja zu den Routinen der Antifa, ne? Ja, jetzt lese ich doch mal vor, was der Sender geantwortet hat. Solche Links-Tippfehler, Leute vom Sender, solche linksextremistischen Forderungen werden nie erfüllt, weil alle Mächtigen dagegen sind und bleiben. Die Mächtigen können maximal das Next Scientist for Future.de Reformprogramm akzeptieren oder sowas zwischen Gemeinwohlökonomie, GWÖ und Nexts. Ja. Alles, was noch weiter links liegt, hat niemals eine Chance. Warum?
Warum ist das so? Ja, weil eben sozusagen wir, es ist tatsächlich so, dass unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige und Journalistenkönige beherrschen die Welt. Das ist einfach so. Müssen wir uns einfach als Naturwissenschaftler mit abfinden, dass es einfach faktisch so ist. Und jetzt müssen wir ihnen doch, wenn wir ihnen ein bisschen was wegnehmen wollen, müssen wir ihnen doch viel mehr geben. Ja, und das heißt, die Next Scientists for Future geben diesen Leuten über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten geben wir ihnen ein beispielloses Wirtschaftswunder von circa 0,5 Billionen Euro jährlich, was sich ja auch auf diese verteilt. Ja? Da kriegen alle was von ab, die Politikkönige, die Journalistenkönige und die Wirtschaftskönige, die Milliardärskönige. Alle kriegen sie was ab. Und alle kriegen tausendmal mehr Lebenslust und Lebensfreude, tausendmal mehr Gesundheit, tausendmal mehr Langlebigkeit bis zu 127 Jahren Maximum. Da ist dann Schluss. Sorry, wir dürfen nicht in die Evolution eingreifen und da irgendwas Schädliches machen. Aber bis 127 kann es dann gehen. Und das zusammen bieten die Next Scientists for Future. Die Politikkönige müssen dafür auf Lobbyistenkontakte verzichten. Sie müssen auf Jobs nach der Politik und Karrieren nach der Politik verzichten. Sie müssen auf teure, gut bezahlte Reden verzichten, sie müssen auf Parteispenden verzichten, aber dafür kriegen sie eben ein gewaltiges Wirtschaftswunder, damit verbunden eine Erhöhung ihrer Diäten und sie kriegen tausendmal mehr Gesundheit, tausendmal mehr Lebensglück und tausendmal mehr Langlebigkeit und das ist eben viel mehr wert. Ja? Und es, nur so kann man mit denen verhandeln. Und alle anderen Konzepte neigen dazu, immer nur hinzugehen und zu sagen, liebe Könige, wir wollen euch alles wegnehmen. Dann sagen die Könige, danke, das ist kein lukratives Angebot, wir behalten die Macht ganz einfach, denn wir haben sie. Ne? Ja, denn das weiß ja jeder dieser Milliardärskönige, dass er selbstverständlich sagt, was die Politik entscheiden soll, ne? Im jetzigen System, ohne Wohlfühlstimme. Ne? Also im Zeitalter vor der Einführung der Wohlfühlstimme, ja? Und was ihr halt verliert, ist eigentlich, das ist aber doch für euch kein Verlust, nämlich dass alle Bürger, auch die Armen, viel mehr, also auch tausendmal mehr Gesundheit, tausendmal mehr Lebensglück und tausendmal mehr Langlebigkeit bekommen. Ja, aber das sollte euch doch nicht stören, dass es allen Menschen besser geht. Ne? Vor allem dann, wenn man sich auch sinnvoll um die Überbevölkerung kümmert. Die wird ja dann keine Bedrohung für uns alle, ja? Weil wenn wir endlich das machen, was Naturwissenschaft eigentlich fordern muss, nämlich, dass wir sorgen, dass wir hier alle Türen aufmachen, dass unsere klugen Frauen wieder wenigstens ein paar wenige Kinder bekommen. Und dafür werden alle Türen durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future geöffnet. Und dann wird es allen Frauen auf der Welt gestattet, zum Beispiel bis 15 Stunden nach der Geburt, dem Motto zu folgen, mein Neugeborenes gehört ganz alleine mir. Und jede Frau auf der Welt kann entscheiden. Und wenn sie sieht, ich kann dieses Kind werde es nicht satt kriegen und ich kann ihm kein gutes Leben bieten, dann kann ich mich entscheiden, dass es vielleicht durch sowas wie ein Opium-Massageöl vom medizinischen Personal ganz glückselig einschlafen darf. Und so geht dann die Überbevölkerung ganz drastisch zurück, weil eben, wenn wir den Fehler nicht mehr machen,
Wir füttern auf der Welt durch Armenhilfe, füttern wir die Mütter. Aber wir weigern uns, die Kinder zu füttern, weil sonst werden die groß, kriegen wieder neue hungernde Kinder und dann müssen wir die wieder füttern. Und das ist ein Spiel ohne Ende. Also müssen wir heute aufhören. Wir füttern die Mütter, sagen ihnen aber, dass es für das Kind kein Gramm Futter gibt. Und dann werden sie sich entscheiden, das Neugeborene nicht anzunehmen. Und dann kriegen wir endlich einen Stopp bei den, und das müssen wir auch bei uns machen, in unserer Gesellschaft, es darf keinen Cent mehr Kindergeld geben, es darf keine Kinderkriegprämie bei Hartz IV mehr geben, es darf kein bedingungsloses großes Grundeinkommen geben, wo dann für jedes Kind eine Prämie von 1500 Euro monatlich ausgeschüttet würde. Das kann bis zu 40.000 Euro steuerfreies Grundeinkommen für eine Mutter bedeuten, ja, die alle 10 Monate ein Baby bekommt, ja. Und das, also wir würden dadurch, dann würden sich alle, zum Beispiel alle Mütter, die ihrem Kind nichts bieten können, würden sich gegen das Neugeborene entscheiden und es nicht annehmen. Und dann kriegen wir diese ganze Weltüberbevölkerungsproblematik endlich in den Griff. Und wir kriegen den Intelligenzabbau, den Intelligenzschwund, der angeblich im letzten 30.000 Jahren von 1500 Milliliter, das ist unser Gehirndurchschnitt auf 1350 Milliliter geschrumpft, eben weil wir hier immer Massen von Kindern bekommen haben lassen, von Leuten mit 900 Milliliter Gehirn. Und die mit den 2 Liter Gehirn, die haben wir daran gehindert, Kinder zu bekommen. Und das muss man eben total umdrehen. Und dann haben wir alle Probleme gelöst, ne? Und dann kriegen wir auch in Deutschland wieder Leute, die fähig sind, ein iPhone zu erfinden oder sozusagen Windows zu erfinden oder Facebook zu erfinden, trotz aller Fragwürdigkeiten, die diese Personen, die das erfunden haben, natürlich begleiten, ne? Das wissen wir ja alles, ne? Ja, und das bedeutet also hier. Was macht jetzt also dieser Antifant sozusagen? Ja, wo ist es? Ich bin, glaube ich, falsch. Ich muss hier hin. Ja, genau. Ich gehe noch mal zwischendurch aufs Tagesbild, damit das YouTube auch erkennt. Ja, und das bedeutet also hier, deswegen, also haben die recht. Alles, was noch weiter links liegt, hat niemals eine Chance, weil es den Reichen, den Königen nur eins anbietet. Wir nehmen euch alles weg. Und da sagen die Danke, nein. Ne? So, und dann geht es hier weiter, schreiben die News und Talks weiter. Und bevor eine gewaltsame Revolution kommt, muss es den Deutschen noch 100-mal schlechter gehen als jetzt. Mehr als irgendwo zwischen Gemeinwohlökonomie und Next Scientist for Future Reform ist nicht möglich. Ja, also das heißt, also in Deutschland so etwas wie eine revolutionäre Stimmung ist unendlich weit entfernt. Den Deutschen geht es immer noch relativ auf der Welt noch ziemlich gut, ne? Auch wenn wir in einem beispiellosen Abstieg begriffen sind, aber noch geht es den Leuten ziemlich gut. Ja. Und dann schreibt der Antifant, freiwillig wird es übrigens nicht mal eine Gemeinwohlökonomie geben. Also er sagt gleich, vergesst die Freiwilligkeit, vergesst das Verhandeln mit den Königen. Das muss mit Gewalt gelöst werden. Ja? Denn was ist das Gegenteil von freiwillig? Unfreiwillig. Und das heißt nötigen, Druck machen, Gewalt. Ja? Das ist das, was im Kopf, Hinterkopf von Antifanten eigentlich steckt. Eben Verfassungsfeindlichkeit, ja? Das heißt, da steckt ja auch drin, demokratische Entscheidungen wollen wir selbstverständlich nicht akzeptieren. Ne?
So, jetzt habe ich es richtig. Freiwillig wird es übrigens nicht mal eine Gemeinwohlökonomie geben, die diesen Namen verdient, denn es ist ja für gewisse Menschen, die sich daraus Vorteile versprechen, durchaus erstrebenswert, den Sinn des Wirtschaftens primär in der Erzielung hoher Profite. Ja, das stimmt eben auch nicht zu sehen. Ja, auch gerade die Reichen, der Spiegel hat das mal so schön berichtet, gerade die Leute, die gerade eben Millionen bekommen haben, ob sie sie verdient haben, ist ja eine ganz andere Frage, aber bekommen haben, die kriegen dann oft massivste Depressionen, werden sogar oft drogensüchtig, weil sie erkennen, jetzt bin ich Millionär und ich bin überhaupt nicht glücklich damit. Ja, ich werde überhaupt nicht glücklich. Also gerade die Reichen wissen ganz genau, dass dieses Geld alles nicht glücklich macht. Die sehen nur keinen Sinn darin, diese Investitionsgelder einfach Leuten zu schenken, die dann das ganze Land abwirtschaften würden, weil sie die Gelder fehlinvestieren würden. Ne? Und ja, und deswegen. Also das heißt, die sind nicht so geldfixiert, wie manche meinen. Wenn man sie richtig anspricht, und dazu ist es aber nötig, dass wir hier sozusagen irgendwie so viel Öffentlichkeit erreichen, dass ein einziger König, Politikkönig, Journalistenkönig oder Milliardärskönig, ein hochintelligenter dieser Könige muss einmal verstehen, wie toll das Angebot der Next Scientist for Future von mir aus und der GWÖ ist sozusagen und wie glücklich sie da werden könnten, dann, ja, dann hätten wir den Durchbruch. Und leider ist es so, dass nur ganz wenige Menschen überhaupt, auch hier im Internet leider, es ist ja halt leider so, auch nur ganz wenige hier klug genug sind, um überhaupt zu verstehen, von was wir hier reden. Ne? Ja, nur ganz wenige. Und davon müssen wir einen einzigen hier übers Internet erreichen, weil irgendwie über die Bild-Zeitung, der Artikel war nicht groß genug und so weiter. Also wir haben es nicht geschafft, in die Tagesschau zu kommen aus eigener Kraft. Also brauchen wir da entweder Fridays for Future oder die GWÖ oder wir brauchen eben Partner, ja, also und oder eben einen der Könige, ne? Einen einzigen, der würde völlig ausreichen, denn dann würde es eine Lawine geben, ne? Ja. Ja, da ist wieder die Unternehmerfunktion. Gibt es eine zwingende Notwendigkeit, die Unternehmerfunktion mit unverhältnismäßiger Vermögensakkumulation zu verknüpfen? Wohl kaum. Ja, also von daher. Wer soll denn dieses Vermögen bekommen und wer vergeudet es dann? Ja, ich habe ja auch darüber nachgedacht, was Professor Hans-Werner Sinn sagt. Ja, es ist letztendlich läuft es doch hinaus. So schlimm ist das nicht. Also so schlimm ist das nicht, dass im Moment natürlich läuft das Konzept der Next Scientist for Future auf ein Zusammengehen der Schere zwischen Arm und Reich ganz am Ende hinaus. Aber Professor Sinn erinnert uns daran, so schlimm ist das doch nicht. Wer könnte besser diese Milliarden neu investieren als jemand, der bewiesen hat, dass er Milliarden, dass er so gut investieren kann, dass es riesige Mengen an Arbeitsplätzen schafft? Warum sollen wir diese Gelder zu jemand anderem umschichten, zu einem marxistischen Diktator? Der das ganze Geld dann verschwendet und vergeudet, ja, und die ganze Bevölkerung in Armut führt, ne? Warum sollten wir das tun, ne? Das ist doch eine interessante Frage. Ja. Gut, dann antworten die News und Talks eben auch so ähnlich. Jeder Reiche weiß ganz allein, dass Geld allein nicht glücklich macht, ne? So.
Fragen Sie einmal Leute auf der Straße, ob die ihren marxistischen strategischen Weg gehen wollen. Wahrscheinlich sind es nur 5%. Bei den Next Scientists for Future waren es in Testwahlen 56%. Ja. So, und jetzt kommt immerhin wieder ein bisschen Inhalt. Die Frage ist ja doch die, welcher demokratische Mechanismus, jedenfalls in vielen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Altersversorgung, Mobilität, Umwelt, anstelle der Preisbildung über den Markt den Ressourceneinsatz in den verschiedenen Bereichen der Bedarfsdeckung steuern soll. Ja, da ist jetzt die Frage. Die Frage ist ja doch die, also er spricht sich hier für demokratische Pseudoplanwirtschaft aus. Ich sage schon jetzt Pseudoplanwirtschaft, weil das bedeutet, dass man die faktisch lässt man die weniger kluge Masse demokratisch darüber nachdenken, wie der Plan aussehen soll, die Planwirtschaft aussehen soll. Und damit wird es notwendig zu inkompetenten Entscheidungen kommen. Und damit ist das Pseudoplanwirtschaft, nämlich eine echte Planwirtschaft, weiß genau, wo sie Marktelemente einsetzen muss, damit, weil eben keine demokratische, dumpfe, wenig kluge Masse jemals wird erkennen müssen, was wirklich gebraucht wird, sondern da muss man Marktelemente für einsetzen, um sozusagen dieses Allokationsproblem zu lösen, also letztendlich die Lenkung der Produktion muss über Marktelemente geschehen, ja. Aber eben letztendlich gelenkt von einem planwirtschaftlichen Dach aus Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und vielen anderen kleineren Steuerelementen. Ja? Also man braucht ein planwirtschaftliches Schutzdach, aber das, was er in demokratische Planwirtschaft, Pseudoplanwirtschaft überführen will, wäre der Ruin. Das würde uns nämlich die gleiche Misswirtschaft wie in DDR und Sowjetunion bringen. Ne? Also dieser Mensch als Verfassungsfeind möchte eine pseudoplanwirtschaftliche Diktatur errichten, wobei er noch immerhin will er die dumpfe Masse der Durchschnittsbürger mitentscheiden lassen, aber dadurch wird es zu durchschnittlichen, also nicht zu Hochleistungsentscheidungen kommen, sondern zu Durchschnittsleistungen. Und dann lacht sich die ganze Welt kaputt, weil die lassen ihre Entscheidungen von den Top-Leuten treffen und bei uns in der Wirtschaft treffen und über Marktkräfte die kluge Entscheidungen treffen und bei uns werden dumme Entscheidungen getroffen. Ne? Und dann gehen wir natürlich pleite. Ne? Dann sind wir als Mitbewerber, ist Deutschland und Europa weg vom Fenster. Ne? Und da freuen sich natürlich die Chinesen und die Amerikaner und so weiter. Ne? Ja, das heißt also, da wird jegliche Lenkung über Marktelemente abgeschaltet. Ja, und dann eben dieser Satz. Es wird so gemacht, dass also das alles den Bedürfnissen derer entspricht, die den Reichtum tatsächlich erarbeiten. Ja, als ob die, also da ist dieser Zentralirrtum drin, ja, als ob die Leute, die Mitarbeiter bei Apple, die das Smartphone fertigen, als ob die diesen Reichtum geschaffen hätten. Dabei könnten diese Millionen Mitarbeiter so viel fertigen, wie sie wollten, wenn es nicht eine geniale Erfindung des iPhones gegeben hätte, könnten die fertigen sie so viel sie wollten, niemand würde es ihnen abkaufen.
Ja, also deswegen hat doch der Unternehmer und das Erfinderteam und die klugen Leute bei Apple, die haben doch den riesigsten Teil an diesem Wert geschaffen, sozusagen. Und die Mitarbeiter sind doch alle im Wesentlichen austauschbar. Wer das Ding fertigt, ist doch nun völlig egal und bedeutungslos. Und die schaffen nicht den Reichtum, sondern der Reichtum kommt hauptsächlich hierher von den Spitzenunternehmern und Spitzenentwicklern und Spitzenideenentwicklern und so weiter. Ja? Also all das, was die hier nicht können. Ne? Und diese Umdrehung, ja, also quasi die Fertiger sind die Helden und die Produktentwickler und Erfinder sind die Wertlosen. Das ist der weltfremde Wahnsinn der Marxisten. Ja? Und deswegen, auch wenn wir noch so menschenfreundlich eine Gesellschaft gestalten wollen, auf Marx, Marx ist der allerletzte, auf den wir da jemals hören sollten. Er ist nichts anderes als ein Hetzer, der sagt, die Reichen sind wertlos, die können wir auch umbringen. Und die Fertiger, das sind die wahren Genies der Menschheit. Und das ist der direkte Weg in ein pleitegehendes, total pleitegehendes Europa. Und auf diesem Weg sind wir im Moment schon. Ne? Wobei ich natürlich nicht solche Unkenrufe wie von Dr. Markus Krall teile, der davon spricht, dass Deutschland schon Sozialismus wäre und so weiter. Nein, es sind halt auch sehr viele politische Fehlentscheidungen und so weiter. Und es wird nicht vernünftig umgegangen, wo muss ein gutes planwirtschaftliches Schutzdach hin und wo muss ein Marktelemente frei wirken können, um maximales Gesundheit, Langlebigkeit und Lebensglück für alle Bürger zu schaffen, für die Reichen und die Armen gemeinsam. Ne? Gut, aber also dass wir hier schon vollständigen Pseudosozialismus hätten, das ist jetzt ja auch nicht der Fall. Ne? Aber Krall malt ja, und er unterscheidet ja auch überhaupt nicht zwischen Pseudosozialismus und echtem Sozialismus, also er hat da Denkbarrieren. Ne? Ja, man muss ja als Wissenschaftler schon für die Möglichkeit von echtem Sozialismus, echtem Kommunismus, echter Planwirtschaft muss man ja, oder planwirtschaftlichen Schutzdächern muss man ja offen sein, das zu denken. Ne? Ja, dann mal weiter hier. Also das ist Karl Marx in Reinform hier. Die wahren Helden sind die Fertiger, die erarbeiten den Reichtum und die Erfinder sind bedeutungslos. Und das können die Fertiger können auch, hätten auch das Smartphone und das iPhone selber erfinden können. Ja, natürlich hätten die das können. Und wie gesagt, ich rede nicht darüber. Am Ende wird sich herausstellen, dass das Smartphone schwer gesundheitsschädlich ist, für Kinder besonders, ja. Aber wir sind ja noch nicht in der Zukunft. Nach der Einführung der Wohlfühlstimmen werden sich viele Menschen gegen das Smartphone entscheiden, weil dann die Daten ganz offen zeigen werden, dass alle, die im Besitz eines Smartphones sind und die es häufig benutzen, typischerweise Gesundheitsschäden bekommen. Ja. Ja. Dann redet hier weiter, das können Sie ja dann alles lesen, wenn Sie wollen. Ja, dass Reiche oder Superreiche gar einen Umsturz planen würden, natürlich würden die niemals einen Umsturz planen, sowas Verrücktes. Nein, natürlich würden die akzeptieren, dass das Angebot der Next Scientist for Future kombiniert mit der Gemeinwohlökonomie von mir aus, dass dieses Angebot ihr Leben auch besser machen würde und sozusagen, und dann würden sie einer sanften, behutsamen Reform der Welt zustimmen, ja?
Oder er kennt ja wenigstens hier richtig, auch wenn man hin und wieder von einzelnen Multimillionären und Milliardären hört, die gern freiwillig höhere Steuern zahlen würden oder dem Gemeinwohl anders etwas zukommen lassen würden. Ja? Ja, das ist eben genau der Punkt, dass eben sozusagen. Ich kann nicht voraussagen, aber die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten, das wird alles sicherlich auch vielleicht dazu führen, dass nicht nur die Politikkönige etwas weniger von den großen Konzernen bekommen, sondern vielleicht auch, dass die Milliardäre vielleicht einen Tick weniger reich werden, bevor sie dann später anfangen, das alles im Sinne eines Schenkerprozesses an ihre geliebten Kommunenmitglieder vielleicht zu versteuern, wenn sie das dann freiwillig gerne möchten, also verschenken, sozusagen. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht mal sagen, ob dieses Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro jährlich für Deutschland nicht in Wirklichkeit sogar unsere Milliardäre etwas reicher machen würde. Ich halte es aber auch, kann es aber auch nicht ausschließen, dass der Einfluss der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten auch ein kleines Reduzierung der Milliarden bedeuten könnte. Aber die Reichen würden sich dafür entscheiden, weil sie spüren, dass das alles zu keinem guten Ergebnis für diese Erde führt. Und dass sie deswegen auch dann, wenn sie es einmal zugetragen bekämen, sozusagen auch für sich als positiv beurteilen würden. Ja, also. So, dann antworten die News und Talks so ähnlich offensichtlich, wie ich auch eben geantwortet habe. Das ist ja aber leicht, die haben ja auch schon 500 Sendungen von uns geschaut. Ja. Ja, dann nochmal der Punkt, auch Großaktionäre sind vielfach Genies, die anders als alle anderen richtig beurteilen können. Also der Marxist stellt den Großaktionär als den reinen Schmarotzer dar. Ja? Der quasi Mehrwertabschöpfung betreibt und eigentlich selbst wertlos ist. Dabei ist ein Großaktionär ungeheuer wichtig, denn er entscheidet, stellen Sie sich vor, ein neues Unternehmen. Stellen Sie sich vor, ein armes Unternehmen kommt mit der Idee eines iPhones und hat kein Geld. Und dann entscheiden gerade diese Großaktionäre, dass sie die Aktien genau dieses Start-ups kaufen. Dadurch pumpen sie ihr Geld in dieses Projekt hinein. Und wenn sie das nicht tun würden, könnten die Leute niemals erfolgreich ein iPhone verkaufen. Also das heißt, auch viele Großaktionäre sind vielfach Genies, die anders als alle anderen richtig beurteilen können, welche Unternehmung sie finanziell unterstützen sollten, weil sie erfolgversprechend ist und welche sie eben nicht unterstützen sollten und welcher sie das Geld entziehen sollten, indem sie ihre Aktien verkaufen und so weiter, ne? Oder keine Aktien einer Unternehmung erst kaufen, ne? Also, die News schreiben und Talks schreiben, ihre Abwertung, also ihre, lieber Antifa sozusagen, Antifant, ihre Abwertung der Unternehmer und Aktionäre und ihre Aufwertung der ungebildeten, intelligenzarmen, leistungsschwachen Mitarbeiter gehört in den Bereich der größten Irrtümer marxistischer, antiwissenschaftlicher Fantasterei. Ja, gut gebrüllt, Löwe. Ne? So. Eine viel bessere Gesellschaft für jeden, auch für die Intelligenzarmen zu schaffen. Und genau das wollen wir ja. Wir sind ja Menschenfreunde, ja, und wir wollen ja, dass es allen gut geht und richtig gut geht. Gelingt nur, also eine viel bessere Gesellschaft auch für die Intelligenzarmen. Und das ist keine Verurteilung, denn niemand kann für sein Lotterieschicksal, ja, für das genetische Lotterieschicksal, dafür kann niemand was. Das ist Zufall, das ist Glück. Und so weiter, ja.
Auch für die Intelligenzarmen zu schaffen, gelingt nur, wenn man nicht den Kopf voll solcher antiwissenschaftlicher Denkfehler hat wie Sie. Ihre Antwort entspricht wieder dem Gesetz, marxistische, verfassungsfeindliche, ach so, das bezieht sich darauf, dass dann wieder keine sachliche Antwort kam, sondern dann jetzt die Beleidigungsorgien natürlich lostreten. Denn was Linkskriminelle und Rechtskriminelle, verfassungsfeindliche greifen natürlich zu jedem kriminellen Mittel, um darüber hinweg zu vertuschen, dass sie gar keine Argumente haben. Ne? Ja, und hier wird noch was angedeutet, dass es ja in den Unis Soziologen wohl gibt, die also, wo die ihre Pseudowissenschaft an den Universitäten weiter betreiben können, auf Kosten der steuerzahlenden Unternehmer, die dann in den Ergüssen solcher Soziologen beleidigt und diffamiert werden als Dank für das Gehalt, was sie wesentlich von den Unternehmern bezahlt bekommen. Ne? Ja, Marx war sicher der größte antiwissenschaftliche Spinner, mit Sicherheit der gefährlichste Spinner aller Zeiten. Auf das Konto seiner Hetze gehen Abermillionen abgeschlachteter durch Stalin, Mao und so weiter. Wahrscheinlich noch viel mehr als bei dem Schlechter Adolf Hitler. Mit solchen Spinnereien kann man keine glücklichere Gesellschaft für alle aufbauen. Also damit ist nochmal allen gesagt, also hier. Wir sind keine Fans für Pseudosozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft. Wir sind nur offen, ganz offen, darüber nachzudenken, wie viel echter Kommunismus, Sozialismus, echte planwirtschaftliche Schutzdächer sinnvoll sein könnten. Genauso wie viel Marktelemente wo sinnvoll sein könnten. Ja, also wir sind eben keine Linksextremisten. Wir sind zwar vielleicht, haben Offenheit für linke Überlegungen, besonders von echtem Sozialismus, Kommunismus, Planelementen und so weiter, aber doch bitte nicht. Doch nicht im verrückten Sinne wie des größten Spinners aller Zeiten, ja, Karl Marx. Ja, das ist sozusagen, genau genommen brauchen Sie von Karl Marx nur drei Dinge verstehen. Er beleidigt jeden klugen Unternehmer als bedeutungslosen Mehrwertabschöpfer, als Parasiten, als, ja, was denn, Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter. Ja, und damit ist er ein Hetzer. Ja. Und zu was solche Hetzen geführt haben, wissen wir ja. Unendlichem Leid. Ne? Ja, wie gesagt, nee, ich finde es also auch aufschlussreich, dass hier nochmal im Rahmen dieser Sendung gezeigt wurde, wie schrecklich es ist mit diesen linksextremistischen Antifanten und jetzt kommen wir zu den rechtsextremistischen und wie schrecklich die sind. Ja, so, dann gucken wir doch mal. Ja, also hier wird nochmal geschildert, eben, wie gesagt, außer Beleidigungen können ja Antifanten nichts, ne? Und die Reichsbürger und die Rechtsaußen schleichen sich ein und das kommt jetzt. Ja, und jetzt kommt das Resümee. Da schreibt einer von den News und Talks, das ist gut. Das zeigt, wir brauchen schnellstmöglich eine gemäßigtere Lösung zwischen Gemeinwohlökonomie und Next Scientist for Future, zwischen Extinction Rebellion, Fridays for Future und vielleicht Schenker. Bewegung, ja? Und damit wir was für die Welt zu diskutieren haben. Und dann müssen wir Reformen machen, damit diese verfassungsfeindlichen Gewaltbereiten nicht immer mehr Verführbare finden, wegen der ja tatsächlich frustrierenden gesellschaftlichen Missstände. Also all diese Verfassungsfeinde versuchen ja zu fischen. Und da ja wirklich unser System abgrundtief schlecht ist, grottentief schlecht ist und unbedingt beendet werden muss und ein neues System her muss,
versuchen die natürlich, die Extremisten, die Kriminellen von links und rechts natürlich zu fischen, im Trüben zu fischen. Ja? Und sobald aber die ersten positiven Reformen dann greifen würden und eine neue Gesellschaft entsteht, dann finden diese Rattenfinger sozusagen, die finden keine Opfer mehr sozusagen. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, hier, ich glaube, das ist jetzt Reichsbürger, wenn ich mich recht erinnere. Na? Hören wir mal. Alle Themen gehören zusammen. Es ist alles eins. Es ist immer derselbe Gegner. Da haben sie schon verloren, ja? Wieso sind, wer sind die Gegner? Sind es die Reichen? Sind es die Milliardärskönige? Sind es die Journalistenkönige, die Politikkönige? Immer wieder Feindbilder. Wozu soll das führen? Ich gehe hin und beschimpfe einen als Gegner und der soll dann ermöglichen, dass eine neue, bessere Welt, genehmigt wird. Wird nicht kommen, ne? Also, es ist immer derselbe Gegner, der versucht, die Menschen zu manipulieren und zu spalten. Als ob das wirklich alle bewusst und aktiv täten. Die meisten Unternehmer versuchen einfach nur im Weltmarkt zu überleben. Dass es dabei aufgrund eines schlechten Systems automatisch zu Manipulationsprozessen durch vorteilbringende Irrtümer, die sie über ihre Werbespots und die davon bezahlten Medien massenhaft ausbreiten lassen, das kriegen viele Unternehmer ja gar nicht mit. Viele sind sich ja gar nicht bewusst dafür. Wer in der Autoindustrie, welcher Automanager ist sich bewusst dafür, dass durch ihre Automobilwerbung und so weiter überall vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet werden, die dazu führen, dass sich die Nachbarn spinnefeind werden und sich nicht mehr miteinander vertragen und dann, wenn man Freunde besuchen will, man mit dem Auto von Hamburg nach München fahren muss und also Autos konsumieren muss. Welcher Automanager ist sich dessen bewusst? Der folgt unbewusst und nicht bewusst den Prinzipien eines kranken Marktgeschehens. Und es kommt zu der Massenmanipulation aller Menschen, sodass die unfähig werden, mit ihren Nachbarn in Freundschaft und Liebe zu leben. Zu der kommt es aus Versehen, ohne gezielten Plan. Ja? Ja, aber wenn ich den Leuten gleich unterstelle, ja, ihr habt alle nur böse Pläne und habt euch gegen die anderen Menschen verschworen, ja, dann werden diese Könige doch niemals einer Änderung zustimmen. Wir brauchen doch deren Zustimmung. Die sind schließlich an der Macht. Und das ist eben leider so. Ja, und dann schreibt er weiter, der Reichsbürger schreibt weiter, leider wird das immer noch von vielen als Verschwörungstheorie abgetan. Ja, es wird aber nicht nur abgetan, es ist ein Verschwörungsmythos. Da werden Feindbilder aufgebaut, wo man versuchen müsste, Freunde zu finden und Freunde zu schaffen. Ne? Schluck Wasser. Das ist leider ein großer Fehler. Ja, worauf bitte schön soll dieses rechtsradikale Reichsbürgergerede anders hinführen, als dass wir irgendwann mit Knüppeln auf die Reichen hin zugehen und auf all die anderen Könige, also auf die Politikkönige, auf die. Und was soll das anderes sein als ein Verfassungsbruch und ein Verstoß gegen und ein Bruch unserer gesamten Verfassung? Dabei wäre es doch so einfach, wenn diese Leute intelligent genug wären, dass sie eben anfangen, überall ihre Medienmacht zu nutzen, über Gemeinwohlökonomie zu reden, über Next Scientists for Future, über Fridays for Future, über Schenker, über Extinction Rebellion, über Ende Gelände und so weiter. Und dann zu sagen, da müssen wir einen positiven Kompromiss suchen, mit dem alle zufrieden sind. Ja? Und mit dem auch alle Könige zufrieden sind. Aber stattdessen, wozu anders soll das am Ende führen? Als zur Aussage, wir müssen alle Knüppel nehmen und jetzt schlagen wir alle Könige tot.
Und das ist verfassungsfeindlich. Und was machen wir damit? Wir schlagen damit alle, auch unsere gesamte Intelligenz tot. Und damit wird Europa verliert seine Wettbewerbsfähigkeit, weil alle Intelligenz weg ist. Es werden nur noch dumme Produkte erfunden, die kein Mensch auf der Welt haben will. Und Deutschland und Europa werden total verarmen. Ja? Und dann werden wir so richtig merken, was richtige Armut ist. Ne? Ja, so. Wir könnten all diesen Corona-Quatsch und viele Probleme, die wir haben und so weiter, sofort lösen, allerdings mit dem richtigen Thema. Und das betrifft die Deutschlandfrage, die Souveränität und den Friedensvertrag. Oh, liebe Reichsbürger, kein Mensch auf der Welt interessiert sich, dass Deutschland eventuell im juristisch engeren Sinne eigentlich gar keine Berechtigung hat und so weiter und keinen Friedensvertrag hat und keine Souveränität. Das interessiert doch niemanden. Die ganze Welt behandelt Deutschland so, als wäre es ein total souveräner Staat, mit dem man einen gültigen Friedensvertrag geschlossen hätte. Alles andere interessiert doch nicht. Aber diese Reichsbürger, die leben wirklich in solchen völlig weltfremden Vorstellungen. Das Juristische ist nicht alles. Das Faktische ist wichtiger als das Juristische. Und das Faktische ist, dass Deutschland einer der weltweit immerhin einigermaßen geachtetsten Staaten dieser Erde ist. Und das ganz, auch wenn formal juristisch möglicherweise 1000 Fehler vorliegen. Das interessiert aber keinen Menschen auf der Welt, außer ein paar verwirrten Rechtsextremisten und Reichsbürgern. Ne? Ja, und dann hier ein Kommentar, um zu zeigen, dass es auch gute Kommentare gibt bei der Sendung. Wenn man zu einer sogenannten Gesundheitsuntersuchung, also zum Arzt oder ins Krankenhaus geht und eigentlich gesund ist, kann man mit ziemlicher Sicherheit rechnen, mit einem Problem nach Hause zu gehen. Bluthochdruck oder Cholesterin. Irgendwas findet man dann schon. Aufgrund vorteilbringender Irrtümer in der Medizinindustrie, hat er vollkommen recht hier, findet man schon, um dann sozusagen irgendwie ein Geschäft zu machen aus dem gesunden Menschen, ein Scheinkranken und damit ein Geschäft zu machen. Ja, aber das muss für heute reichen, denn ich will ja auch noch einen Lobkommentar besprechen. Es war ziemlich lang. Ich muss mal hier ein bisschen schneller hochziehen. Ah, hier ist es. Hier. Ich lese mal diesen letzten Lobkommentar. Ein wacher Beobachter bekommt doch auch schon mit, wie der Bevölkerung in dem Mainstream mit Werbung der Pharmaindustrie Krankheitsbilder suggeriert werden. Ja, wir sprechen ja darüber, wie weit durch im Rahmen vorteilbringender Irrtümer neue Krankheitsbilder erfunden werden und damit neue Geschäftsfelder eröffnet werden. Im Herbst wird der Bevölkerung schon ganz subtil eingehaucht, welche Medikamente bei Erkältungssymptomen schon beim harmlosesten Niesen eingesetzt werden sollten. Plötzlich braucht die Menschheit Augentropfen, Blasenschwäche bei der Frau ab 50 ist ein Geschäft, Einschlafstörung, etc. Der seit Jahrzehnten durch Werbung verblendete Bürger, bei dem Selbstdenken hinterfragen, verkümmert zum blinden Nachdenken vorliegen, was die da oben, ob Politiker oder Medien, dem Volk vorkaut. Na ja, gut, das ist ein bisschen unklar geschrieben, aber so gesehen hält diese weltweite Krise auch gemeinsam mit all denen, die jetzt aufstehen, sich wehren, ein neues Zeitalter für uns bereit. In diesem Sinne danke an alle aufstehenden Ärzte, Juristen, Politiker, Journalisten und Wissenschaftler. Und damit sind ja auch die Next Scientists for Future gemeint, denn das war ein Kommentar unter dieser Sendung.
Ja, den Dank nehmen wir gerne an, ja, denn jetzt, und liebe Leute, das, was jetzt fehlt, ist halt einfach nur noch sozusagen, bitteschön, auch wirklich verbreiten Sie diese neuen Ansätze. Verbreiten Sie Gemeinwohlökonomie, Next Scientists for Future. Regen Sie eine Kooperation mit den mediengängigen Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände an und ja, und vielleicht noch mit Schenkerbewegung. Und dann kriegen wir die viel bessere Welt, in der es nie wieder Schweinegrippe gibt, nie wieder Corona. Ne? So, ja, das war also aus dem Forum. Da kann man demnächst ja noch mehr von machen. Und jetzt müssen wir uns mal schön übers Tagesbild wieder den Tagesthemen widmen. Ja? Also, ich habe ja schon wieder einige Irrtümer von Dr. Markus Krall angesprochen. So seine Phobie für ihn ist auch Pseudosozialismus. Alles ist Sozialismus. Für ihn gibt es keine Trennung zwischen echtem Sozialismus und Pseudosozialismus. Für ihn ist das alles teuflischer Sozialismus. Das sind richtig Irrtümer. Ja. Und jetzt Schluck Wasser. Wir kommen ja gleich noch zu den Kurznachrichten über Corona auch. Ja, und der größte Irrtum von Dr. Markus Krall, ist ja, dass wir freien Markt und freie Arbeitsteilung weiterlaufen lassen könnten, ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach, also ohne die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, Wohlfühlstimme. Sie müssen sich das nochmal klar sein. Krall plädiert für einen radikal freien Markt, bei dem das Marktgeschehen über Leichen gehen darf, also über ihr Wohlfühlen hinweggehen darf, über ihre Gesundheit hinweggehen darf, ungebremst und über ihre Langlebigkeit, die weiter beschädigen darf und dabei auch noch insgesamt sogar über das Wirtschaftswunder hinwegwalzen darf, denn viele der krankmachenden Produkte eines freien Marktes beschädigen ja unser Wirtschaftswunder und verhindern unser Wirtschaftswunder. Also, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Und wie gesagt, in den 600 Sendungen der vier Playlists, zum Beispiel des Senders, aber ich zeige mal, es gibt ja noch andere Sender. Ne? Hier haben wir zum Beispiel einen Sender. Es gibt ja, ich habe das schon mitbekommen, dass zig verschiedene Sender Sendungen von uns veröffentlicht hatten. Und dieser Sender zum Beispiel heißt Nexta Mudag. Der gehört auch, also die News und Talks sind ja ziemlich fleißig. Ja, die haben ja viel von uns gesendet, sogar auf Instagram. Und jetzt zeige ich mal hier zum Beispiel, hier ging es dann so los, dass die Next Scientists for Future vor einem Monat entdeckt haben und dann hier begonnen haben zu senden, zu re-uploaden. Und das darf ja jeder, weil wir dürfen ja kein Geld verdienen, wir haben kein Interesse, jeder darf re-uploaden, völlig frei. Also hier 433 Aufrufe, ach, immerhin Achtungserfolge, 191, 150 Aufrufe. Auf die Kommentare der hier kommentierenden Links- und Rechtsextremisten haben die News und Talks dann wiederum geantwortet, was ich sehr gut finde, damit das auch erledigt ist. 412 Aufrufe, 173, 262, 271, 128, 273. Sind alles von uns produzierte Sendungen, die zur freien Verfügung für jeden Sender stehen. 289, 149, 201, 76, 82. 134, 39, 139. Ja, also es ist doch toll, dass andere Sender hier 109 auch so klug sind, dass sie erkennen, dass die Next Scientists for Future die ganz besonderen wahrheitsorientierten Sendungen machen. Hier schon wieder 77 Aufrufe, obwohl es erst vor einem Tag re-uploadet wurde. Ja, macht das doch auch, Leute. Macht das doch alle überall. Ja,
Ja, das kann jeder kann doch ho wieder hochladen. Ihr braucht doch nur downzuloaden. Bei Firefox gibt es doch so, da gibt es doch irgend so eine Download-Vorschriften und so weiter. Und dann kann man das locker downloaden und dann reuploaden. Und bei alle unsere Produktionen dürft ihr alle jederzeit hochladen. Ne? So, dann geht's weiter mit den Tagesthemen, bevor dann die Kurznachrichten noch kommen. Schluck Wasser. Ja, auf Hörst Lüning kommen wir dann gleich in den Kurznachrichten. Dr. Köhnlein, Dr. Klaus Köhnlein müssen wir noch mal erwähnen. Der war zusammen mit Dr. Med. Gerd Reuter. Das sind die beiden total zu lobenden Ärzte, die ganz offen gesprochen haben. Leute, passt mal auf. Medizin kann nicht nur ab und zu töten, sondern sie tötet auch ganz oft, ja? Das ist ein Fehlanreizsystem mit lauter vorteilbringenden Irrtümern und aufgrund der Irrtümer kommt es zu tödlichen Behandlungen, gesundheitsschädlichen Behandlungen en masse. Also Dr. Klaus Köhnlein, besonderes Lob und Dr. Med. Gerd Reuter mit TH. Gucken Sie nach seinem letzten großen Vortrag, da fallen Ihnen, da schlackern Ihnen die Ohren. Übrigens, natürlich. In den Playlists, Dr. Med. Gerd Reuter in den Playlists. Man hätte eigentlich auch Dr. Köhnlein in die Playlists aufnehmen müssen, aber das können Sie ja selber googeln und bei YouTube suchen. Ne? Horst Lüning wird gleich erledigt und Christian Felber haben wir ja erwähnt. Gute Ideale, manche marxistisch anmutenden Irrwege, aber wie gesagt, man sollte vielleicht kooperieren, trotz der marxistischen Irrwege, die da noch mitschwingen. Ne? Vielleicht kann man die denen ja auch irgendwann in einem Kompromiss dann noch ausreden. Ja, und KenFM, auch mit seiner sozusagen der böse Bill Gates, ja, 3 Millionen, über 3 Millionen Klicks für der böse Bill Gates. Ne? KenFM, das hat alles keinen Sinn. Da war wieder eine Sendung, wo dieser Sender wieder irgendwo so nebulös, ich glaube, aus dem Spahn haben sie den Bösen gemacht. Der böse Bill Gates. Und diesmal war der böse Jens Spahn dran. Wie kommen Sie auf die Idee, dass machen Sie sich wieder einen Politikkönig zum Feind? Sie haben sich dann bald alle Könige zum Feind gemacht. Was soll dann kommen? Wollen Sie dann mit Knüppeln auf die losgehen oder was? Was für eine verfassungsfeindliche Handlung soll am Ende einer solchen Kette stehen? Fragezeichen. Ne? Nein, hören Sie doch auch mal auf mit solchen Feindbildern und Feinde schaffen, sondern sagen Sie ganz klar, Herr Spahn ist voll von den vorteilbringenden Irrtümern, die Ihnen der Mainstream einer Fehlanreizindustrie und Pharmaindustrie geliefert hat. Der glaubt jetzt, dass Deutschland bedroht sei von potenziell immer noch 900.000 angeblichen Corona-Toten, dass die noch anstünden und dass nur, wenn er jetzt heldenhaft die Zügel anziehen würde, beim Stimmvieh sozusagen, dass dann nur, der glaubt das wirklich, dass nur so diese 900.000 deutschen Toten zu verhindern wären. Der glaubt das wirklich. Und KenFM, nutzen Sie Ihre Medienmacht, um über Gemeinwohlökonomie, über die Fehler und Irrtümer des Dr. Markus Krall und über Next Scientist for Future und mit Fridays for Future und Extinction Rebellion und Ende Gelände, multiplizieren Sie deren Medienmacht nochmal hoch und mit der Schenkerbewegung, sodass wir dann zu einer Korrektur dieser völlig kranken Welt kommen. Ja? Und stattdessen schaffen Sie immer nur neue Feinde, die dann gegen Sie sind und ja. Ja, und Dr. Bodo Schiffmann, da kriegen wir ständig Kommentare geschickt, dass da eben Kommentare gelöscht werden, die den Dr. Bodo Schiffmann schwer angreifen und sagen, der sei nicht seriös und so weiter. Ja, also ich würde sagen, ich weiß nichts darüber, als dass ich finde, dass er sozusagen gute Kritik
an der Gefährlichkeitsüberschätzung geleistet hat und mehr interessiert mich nicht. Ich finde es auch traurig, dass er nicht in der Lage ist, seine Partei mit den Next Scientists for Future und dem Gemeinwohlökonomie zu fusionieren und so weiter und dass deswegen das alles tot, wie sagt man, totgeborene Kinder sind. Traurig ist das, aber ich kann doch niemandem seine Unwissenheit und seine mangelnde Klugheit vorwerfen. Das kann man doch niemandem vorwerfen. Niemand kann was für seine Klugheit. Ja, der Intelligente kann nichts für seine Intelligenz und der wenig Intelligente kann nichts für seine wenige Intelligenz. Das kann ich doch niemandem vorwerfen. Ne? So, also das waren die Tagesthemen, ja, und das wissenschaftliche Heute-Journal. Und jetzt kommen wir zu den Kurznachrichten. Dafür machen wir wieder klassischerweise unser Tagesbild. Das muss ja YouTube auch mal langsam erkennen. Ich rede mal noch ein bisschen langsam. Drehen Sie die Geschwindigkeit bitte noch höher. Schluck Wasser. So, die Kurznachrichten. Ja, ich habe Ihnen ja, das steht hier bei den Kurznachrichten, ich soll Sie an das Forum gewöhnen, das habe ich hiermit gemacht. Also, und ich habe auch eine einzelne, ich werde also in Zukunft immer mehr von den Kommentaren vorlesen, weil Kommentare, das sind ja Leute, die sich mit den Next Scientists for Future kritisch auseinandersetzen. Und immerhin war da ja trotz aller Beleidigung, war ja auch was Inhaltliches dabei beim Antifanten. Nur so lange natürlich, nur so lange, bis er merkte, dass seine Argumentationskette sachlich widerlegt wurde. Ne? Am Endpunkt von 3. Ah ja, ich habe veranlasst, dass die News und Talks eine Arte-Sendung über die Opioid-Krise, wahrscheinlich nicht die beste, die es darüber gibt. Sie können ja selber mal dann googeln, ja. Eine Arte-Sendung über die Opioid-Krise, warum die Pharmaindustrie mörderisch ist für uns Menschen, ja, und warum wir ihr nichts glauben dürfen, weil sie voll von vorteilbringenden Irrtümern ist, die 200.000 Menschen bei der Opioid-Krise in den Tod getrieben haben oder verführt haben. Ne? Also am Ende der dritten Playlist, also nicht am Anfang, sondern am Ende der dritten Playlist finden Sie diese Sendung. Also das Programm der News und Talks ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ne? Ja, den russischen Sender habe ich vorgestellt. So, dann geht's weiter. Eine Sendung. Ja, sprach über Wahrheit, nichts an politischen Entscheidungen verändert durch FFF. Ah ja, ich erinnere mich, das war eine ganz tolle Sendung, die mal ganz nüchtern gesagt hat, liebe Fridays for Future, liebe Greta, liebe Luisa, liebe Extinction Rebellion, liebe Ende Gelände. Die hat ganz offen gesagt, an den politischen Entscheidungen der Weltpolitik habt ihr nichts verändert. Also was ihr gemacht habt, war in Wirklichkeit nur, wenn wir mal bei der Wahrheit bleiben, dass ihr Gummiabrieb auf Straßen erzeugt habt, dass ihr euch die Kehlen heiser geschrien habt mit irgendwelchen Sprüchen und irgendwelchen Sachen. Ihr seid in Fernsehsendungen aufgetreten und habt dort Einschaltquoten erhöht und so weiter. Aber bewirkt habt ihr 0,0000 nichts. Und das ist Fakt. Ohne die Kooperation mit Next Scientists for Future und Gemeinwohlökonomie und vielleicht der Schenker-Bewegung werdet ihr niemals auch nur irgendetwas erreichen. Das ist leider Fakt. Ja? Weil es so nicht geht, wie euch das vorstellt. Die Welt ist anders, als ihr denkt. Dann war Höcke von der AfD beim MDR hört, und er sagte dort, Corona ist vorbei. Und das hat der MDR gesendet. Kann ich gar nicht glauben. Ein Mainstream-journalistisches Medium lässt jemanden sagen, Corona ist vorbei.
So schlimm ich die AfD finde, aber das ist ja eine Sensation, ja. Und leider drängt sich auch die AfD dann wieder, auch Höcke, auf die Demo am 29.08. heraus. Das beschmutzt natürlich die Demo. All diese Reichsbürger sollen sich bitte fernhalten von der Demo. Denn die Demo soll eine Demo sein, frei von Linksextremisten und frei von Rechtsextremisten. Und die bescheuerten Antifa sollen bitte schön zu Hause bleiben, und da nicht belästigen und so weiter. Also, es wäre schön, wenn wir ein friedliches Treffen hatten. Dr. Wolfgang Wodak als linker SPDler, wir, die wir als SPD und Grüne beschimpft werden, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, obwohl man Wissenschaftler nicht einordnen darf. Das ist nicht statthaft, ja? Wissenschaftler sind der Wahrheit verpflichtet und nicht irgendwelchen Parteiideen. Wenn, aber es gibt bestimmte Schnittmengen natürlich mit SPD und Grüne, ne? Aber die sind irrelevant eigentlich. Ja, also wenn wir dann SPD, was ich auch nicht gern sehen würde, wäre die Linkspartei, weil das auch zu extremistisch ist, manchmal jedenfalls. Also die gemäßigten Teile der Linken sollten willkommen sein. Die vernünftige SPD sollte willkommen sein. Die vernünftigen Grünen sollten, die vernünftigen Nachdenklichen aus der CDU sollten willkommen sein. Auch die vernünftigen aus der FDP und so weiter. Und alle, die aus diesem Kontext gesellschaftskritisch und nachdenklich sind. Aber bitte, liebe AfD, fühlen Sie sich ausgeladen. Liebe Reichsbürger, fühlen Sie sich ausgeladen. Und liebe Antifa, fühlen Sie sich herzlich ausgeladen. Ja? Denn Sie beschmutzen nur eine gute Sache. Und bitte, meine Aufforderung an alle, ihr müsst ja bei der Demo keine Masken tragen, aber bitte haltet große Abstände ein. Es bringt doch gar nichts. Die Leute, die unter Angst stehen, die Angst vor 900.000 angeblichen noch zu erwartenden Corona-Toten stehen, die haben Lebensangst, die haben Todesangst. Macht den Leuten doch nicht unnötige Ängste. Haltet doch einfach Abstand. Eine Maske ist ja wirklich nicht erforderlich. Haltet einfach große Abstände. Ihr müsst doch die Polizisten, die anwesend sind, nicht in Ängste treiben. Ihr müsst doch nicht denen Ängste auslösen, dass die auch noch, weil die dann sagen, ja, hoppla, diese Demonstranten, das wird zur Folge haben, dass das Virus sich ausbreiten wird und dann wir alle in Lebensgefahr sind und in Todesgefahr sind. Das glauben die wirklich. Die sind von diesen wohl vorteilbringenden Irrtümern ja alle infiziert durch diese Viren des Geistes. Und bitte, stressen wir die doch nicht. Wenn wir die stressen, haben, kriegen die schwächere Immunsysteme und können dann tatsächlich vielleicht noch an Corona erkranken, ja? Weil sie dann ein geschwächtes Immunsystem. Wir dürfen als Demonstranten doch ihnen keine Angst machen, ja? Denn diese Angst schwächt deren Immunsystem und gerade dadurch kriegen wir dann mehr Corona-Kranke. Ja? Also bitteschön, Abstand halten. Hört auf die Next Scientist for Future. Ja, und die Taz, hört, hört, eine fast normale Zeitung hat geschrieben, von astronomischen Fehlrechnungen, von astronomischen Fehlrechnungen bei der Gefährlichkeitseinschätzung, ja? Ja, das ist doch toll. Und dann irgendwie gab es auch eine Sendung, ich weiß nicht, ob es die gleiche war, mit einem Plädoyer für einen immunstärkenden Lebensstil. Genau das machen die Next Scientists for Future. Wir wollen die Gesellschaft so reformieren, dass der immunstärkende Lebensstil zum Standard wird, weil der zur Selbstverständlichkeit wird. Ne? Ja, also haltet euch an die Abstandsregel auf der Demo. Horst Lüning, oder heißt der Horst Lüning? Ich weiß es nicht. Lüning beschwert sich über immer höhere Abgaben. Hat er ja vollkommen recht. Ja, wenn wir dadurch, dass wir das Wirtschaftswunder nicht haben, dass die Next Scientists for Future jedes Jahr von 0,5 Billionen Euro schaffen könnten,
fehlt das uns. Und da wir alle immer dümmer werden und immer weniger kluge Kinder geboren werden und immer mehr dumme Kinder geboren werden, geht es natürlich mit uns bergab. Und dafür brauchen wir natürlich immer höhere Steuern und damit treiben wir immer mehr reiche Leute aus Deutschland raus. Vielleicht wird auch irgendwann Horst Lüning mit seinem Unternehmen abwandern aus Deutschland, weil er sagt, in anderen Ländern zahle ich viel weniger Steuern und da ist auch noch besseres Wetter und so weiter. Ne? Also da hat er natürlich recht, ja. Aber eben, Herr Lüning, nutzen Sie Ihre Reichweite dafür, die Next Scientist for Future bekannt zu machen. Die verschaffen Ihnen ein Wirtschaftswunder und Steuersenkungen. Denn dieses Wirtschaftswunder muss ja irgendwo an alle Bürger weitergegeben werden. Und das wären dann Steuersenkungen auf breiter Front, ne? Aber eben auch Steuersenkungen für Arm und Reich, ne? Nur eben eins darf nicht kommen. Mehr Geld für die Hauptschulabbrecherin, das darf nicht kommen. Da müssen die Gelder eher leicht gesenkt werden und Stück für Stück abgesenkt werden, sonst setzt die uns 20 Kinder in die Welt, ja, die alle arbeitslos bleiben. Und dann muss Herr Lüning noch mehr Steuern zahlen, ja. Und Herr Lüning, das wollen Sie doch nicht. Also bringen Sie doch Vernunft in die Diskussion. Berichten Sie über nextscientistforfuture.de. Und von mir aus über Gemeinwohlökonomie und so weiter. Ja, ja und dann machen wir einen weltweiten Emissionshandel. Überall werden die Steuern gesenkt, nur alles, was Emissionen verursacht, außer Ausatmen, wird total hoch bepreist. Und das können aber nur die Next Scientists for Future, weil man muss das ja eigentlich von heute auf morgen weltweit einführen. Und das geht nur über die Next Scientists for Future. Ja, das erkläre ich jetzt aber nicht, wie das geht, aber das habe ich ja schon so oft erklärt. Ja. Und dann, Herr Lüning, werden alle Steuern gesenkt. Und da Sie ja selber schon sehr umweltbewusst wirtschaften, dann werden Sie gewaltige Steuersenkungen haben, weil Sie ja quasi kaum teure Emissionshandelsausgaben. Sie müssen ja keine teuren Emissionsrechte kaufen bei dem Umweltschutz, den Sie schon betreiben. Ja? Und dann fordert Horst Lüning zu Recht Schluss mit Keynes. Keynes ist einer dieser volkswirtschaftlichen Träumer, der irgendwie denkt, es käme auf Nachfrage, Generierung an. Das ist natürlich völliger Irrtum, ja, denn in Wirklichkeit kommt es darauf an, dass wir geniale Kinder in die Welt setzen, die geniale Erfindungen machen und die ganze Welt diese genialen Produkte kaufen will. Auf was anderes kommt es nicht an. Künstliche Nachfrage kann das nicht ersetzen. Ja? Wir brauchen Genies, Unternehmergenies, Erfindergenies. Erfinder, Teams, koordinierende Unternehmergenies, die brauchen wir. Und solche Genies brauchen wir auch als Aufsichtsratsvorsitzende und so weiter aller Unternehmen. Und wir brauchen eben geniale Großaktionäre, die richtig investieren. Bis es soweit ist, dass wir all das nicht mehr brauchen, bis es soweit ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich völlig zusammengeht und wir alle in einem gesunden Degrowth-Prozess von der Konsumsucht und Machtsucht und Geldsucht befreit sind und alle wieder ein glückliches Leben führen, wo dann irgendwann vielleicht es gar keine Milliardäre mehr gibt. Ja? Aber bitte alles freiwillig, alles ohne Zwänge, ohne Druck machen, ohne Gewalt, ohne alles. Alles im Rahmen der Verfassung, bitte ganz friedlich. Ja? Ja, und die Bild-Zeitung hört, hört, soll einen Arzt interviewt haben und das wohl auch noch veröffentlicht haben, der es irgendwie gesagt haben soll, die Angst sei das Problem, also die Gefährlichkeitsüberschätzungsangst sei das Problem. Wieso kommen da immer mehr Wahrheiten in den normalen Medien? Ist ja ganz, ganz ulkig. Ja, das war's wohl wieder mit den Kurznachrichten und das war's wohl dann mit unserer, ja, ich glaube, sehr ausführlich gewordenen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Übrigens, demnächst machen wir vielleicht wieder
eine kommunistischen, also Bonobo-Kommunismus orientierte Talkshow, wo es vielleicht um Kommunenleben geht, die vielleicht zeigen können, wie kann man eine Kommune so attraktiv machen, dass die Milliardäre darin einziehen wollen und dann anfangen, ihre Milliarden zu verschenken. Talken Sie mit, melden Sie sich an für die Talkshows. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie etwas anderes können, wenn Sie sachliche Argumente können, wenn Sie Beleidigungen können, nur Beleidigungen können, sind Sie natürlich herzlich ausgeladen. Ne? Ja, Eilmeldung ist ja noch mal kurz zu sagen. Schauen Sie die Sendung Termin 12 bei Google, nur eingeben, Termin 12, und schon haben Sie die wichtigste Sendung aller Zeiten, Corona-Ausschuss Termin 12. Corona-Ausschuss Nummer 1, nicht ACU, sondern Corona-Ausschuss. So, dann haben wir doch hier die wissenschaftliche Tagesschau heute. Heute können wir für heute beenden. 1,5 Stunden, ja, aber inhaltlich war es wichtig, ne? Tschüssi, bis bald.